mir geht's gut und da mache ich auch kein Geheimnis draus. Ich liebe Pecktoiser. Es gibt Gesellschaften, da ist das überhaupt gar kein Thema, wenn es jemandem gut geht. Und dann gibt es den Dachraum. Und solltest du zu den Frauen gehören, denen es eigentlich gut geht und die bis gestern ein Problem damit hatten, das auch wirklich zeigen zu dürfen, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ja, wollen wir heute mal drüber reden, wie das so ist, wenn es einem richtig gut geht und man im Dachraum lebt oder zumindest viel mit Leuten aus dem Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, zu tun hat. Wenn du eine Frau bist, wenn du das Leben liebst, das Schöne liebst, Geld liebst, deinen Erfolg liebst, was weiß ich. Und dann gibt es da diese Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, es geht so vielen anderen so schlecht. Das darfst du jetzt nicht zeigen. Das darfst du dir nicht anmerken lassen, dass es dir so gut geht. Und dabei rede ich doch nicht allein davon, dass es dir materiell gut geht. Das ist die eine Geschichte. Das Video kann dich genauso betreffen, wenn du sagst, ja gut, ich kann mir jetzt nicht irgendwie leisten, im Penthouse abzuhängen mit Seaview. Aber insgesamt, ich habe das Gefühl, ich bin sehr glücklich. Ich habe gesunde Kinder, ich habe eine tolle Beziehung, ich bin in meinem Job zufrieden, wie auch immer. Aber ich traue mich einfach nicht, das auch so zu kommunizieren und habe das Gefühl, das sollte ich nicht, das dürfte ich nicht. Warum? Naja, es geht ja so vielen anderen Leuten so schlecht. Oder du hast einfach schon die Erfahrung gemacht, dass dir dann, jetzt kommt mein Liebstes, Arroganz vorgeworfen wird. Wobei Arroganz, da muss ich kurz dazu sagen, Arroganz sieht nur von unten so aus. Ja, klar, uralter Witz. Aber weißt du was, so witzig finde ich das Ding gar nicht. Ich finde, da ist jede Menge dran. Wobei das von unten einfach für die Leute immer so was total Abwertendes hat. Und das ist gar nicht gemeint. Ich würde einfach mal sagen, es gibt eine Weltsicht, von der aus Menschen arrogant wirken, obwohl sie es vielleicht per Definition gar nicht sind. Aber wer will das schon immer objektiv neutral beurteilen? Es ist nur so, dass einfach oft Neid und Missgunst das Glück anderer wie Arroganz aussehen lassen, um das mal klar zu sagen. Und damit sind wir mitten drin im Thema. Denn worum es mir heute hier geht, ist nicht Menschen zu bekehren, die neidisch und missgünstig sind, die sich in der Opferrolle fühlen, die meinen, die Welt wäre besser, wenn man den Wohlhabenden alles wegnimmt oder wenn einfach niemand einen Partner hätte oder, ach was, keine Ahnung. Also jedenfalls dieses Typische, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn es allen so schlecht gehen würde wie mir, davon reden wir doch hier überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass du offenkundig eine Erlaubnis brauchst, dein Licht voll auf leuchten zu lassen. Und das ist ein Thema, das war so oft da in den letzten Jahren, in Coachings, in Mentorings, mit so einem komischen Stigma dran, dass man sich irgendwie schämen müsste, wenn es einem so gut geht oder dass man Schuldgefühle haben muss und so weiter. Und dass es nicht in Ordnung ist, wenn man einfach, ich will ja gar nicht mal sagen, zeigt, was man hat. Davon rede ich doch gar nicht. Ich rede davon, es zeigen zu dürfen, beziehungsweise das Gegenteil davon, es nicht verstecken zu müssen. Da liegen Welten dazwischen, ob jemand meint, er muss aus Geltungsbedürfnis anderen demonstrativ den Wohlstand zeigen. Also gleich die Gucci-Sonnenbrille. Und damit wir das auch mal gleich gesagt haben hier fürs Video. Ich weiß, ihr habt einen Vogel, ist völlig okay. Also, verstehst du, es geht nicht darum, anderen diesen Wohlstand ins Gesicht zu drücken. Mit dem Gefühl, ich oben, du unten. Es geht um die Frauen hier, denen es saugut geht und die Angst haben, dass ihnen jemand das ansehen könnte oder dass jemand mitkriegt, in was für einem schönen Haus sie wohnen, weil sie dann denken, bla bla bla. Und das ist ein Riesenfehler, weil ich habe ja immer so ein Faible schon immer gehabt für die, ich nenne es mal Hochbegabten. Für die, die anders ticken als die anderen, für die, die mehr haben, erfolgreicher sind, die einfach wissen, wie der Hase läuft. Und für die ist praktisch niemand da. Weißt du, das ist wie in der Schule.
Unser Schulsystem ist dauernd damit beschäftigt, die, die völlig falsch in dieser Schulart sind, irgendwie durchzuschleppen, weil man muss ja ein Herz für die Underdogs haben. Ich habe auch ein Herz für Underdogs, aber ich sehe nicht meine Aufgabe darin, dauernd die, die da überhaupt gar nicht hingehören, durchzuschleppen. Weil es kann auch sein, dass man jemanden nur deshalb durchschleppen muss, weil er im völlig falschen System ist. Und woanders müsste niemand schleppen, sondern er wäre ein Überflieger. Das ist wieder ein eigenes Video, muss ich noch mal eins machen. Also jedenfalls, ich war da noch nie, auch als ich noch Lehrerin war, war ich da noch nie ein Fan davon, auf Lehrerkonferenzen 3/4 der Zeit damit zu verbringen, darüber zu reden, wie man XY vielleicht doch noch mal durchschleift. Nur um nächstes Jahr auf der Lehrerkonferenz wieder darüber zu reden, wie man ihn dieses Jahr durchschleift. Ich war immer die, die sagt, was ist denn eigentlich mit den Superguten? Wie fördern wir die? Wie geben wir denen den Raum? Ich war Gymnasiallehrerin. Ich habe gesagt, wir sollten nicht vergessen, dass wir ein Gymnasium sind und damit eigentlich für die Schüler da sind, die überdurchschnittlich gut sind. Aber das ist ja längst Geschichte. Gymnasium ist ja schon das, wo praktisch jeder hin muss, wenn es irgendwie überreißen kann. Ach Gott, schon wieder ein anderes Video. Jetzt bin ich schon wieder im Schulsystem drin. Also was ich dir eigentlich sagen wollte ist, ich persönlich sehe meine Aufgabe darin, Menschen, die spitze sind, zu fördern. Und das bedeutet auch, dich darin zu fördern, das Selbstbewusstsein zu haben, die Freude an dem zu haben, wer du bist und was du hast und was du erreicht hast und dir einfach Mut zu machen, dazu stehen zu können, sofern du willst. Heißt das jetzt, das ist Werbung dafür, dass jeder seine Reichtümer zur Schau stellen muss? Nein! Warum immer diese komischen Sachen raushören, die niemand sagt? Es geht darum, wenn du einfach gern frei leben würdest. Und frei heißt, wenn das hier jemand sieht, darf er es sehen. Und wenn das hier keiner sieht, spielt es auch keine Rolle. Wie wäre es mit dieser Freiheit? Wie wäre es damit, dass jeder sehen darf, dass du eine glückliche Beziehung führst, eine tolle Familie hast, dass es dir finanziell gut geht, dass du gesund bist? Was, wenn Menschen das sehen dürfen? Das aber nicht heißt, dass du es ihnen aufs Butterbrot schmieren musst. Es geht um Freiheit und es geht um die Erlaubnis, was so mein Lieblingsthema ist, immer großartigen Frauen zu erlauben, so großartig und noch großartiger zu sein. Es geht um eine Erlaubnis. Und hier und heute, falls dir das noch nie jemand erlaubt hat, möchte ich dir das einfach erlauben. Ich möchte dir erlauben, dass wenn du Lust hast, auf der Dachterrasse von diesem Penthouse, das du seit Tagen genüsslich bewohnst, wenn du Lust hast, da ein Video zu drehen, weil du sagst, oh, das Meer schaut doch so schön aus im Hintergrund, das sollen doch noch viel mehr Leute sehen, dann teile ich doch meine Sicht gleich mit anderen. Wenn du das Bedürfnis hast, das zu tun, so wie ich jetzt gerade, das auch tun zu können und nicht schon wieder nachzudenken über die möglichen Hater, die sich dann darüber aufregen, dass du eine Angeberin wärst, über die Leute, die dann irgendwie gleich wieder kommen mit ihrer neosozialistischen Weltsicht, dass niemand das haben darf und dass alle im Plattenbau wohnen müssen und so weiter. Heißt das, dass Leute im Plattenbau die schlechtere Menschen sind? Das heißt das überhaupt nicht. Verstehst du, es ist letztlich, ich kann dir nur aus Erfahrung sagen, egal wie vorsichtig du deine Worte wählst, da kommt immer einer aus dem Loch gekrochen, der irgendwas findet, woran er sich noch aufhängen kann, einfach weil er sich aufhängen will an solchen Dingen. Diese Menschen suchen Videos, wo sie ihren Hate lassen können. Diese Leute suchen Dinge, wo sie ihr Weltbild bestätigt kriegen können. Diese Menschen wollen nichts anderes sehen. Die Frage ist, willst du dein Leben nach diesen negativen Leuten ausrichten? Und ich sage, bitte nicht. Weil, wenn nur die Negativen immer sich in voller Breitseite zeigen dürfen, dann entsteht mehr und mehr der Eindruck, als wäre das die Norm. Und ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, dass die Menschen beginnen zu glauben, dass so etwas die Norm sein kann, sofern sie es wollen, es wählen, dass es möglich ist für sie. Das werden sie niemals erfahren, wenn niemand es ihnen zeigt. Ich persönlich habe einfach für mich das Bedürfnis, Menschen zu inspirieren, zu mehr, zu größer,
ihnen ihre Schattenseiten im Denken aufzuzeigen, einfach um sie ins Bewusstsein zu kriegen und drehen zu können, um die Macht aus den Schatten zu nehmen und sie in was Wundervolles, Wunderschönes zu verwandeln. Und deshalb habe ich diese Denke längst hinter mir gelassen. Und glaub mir, ich hatte genauso diesen Schiss. Ich hatte diesen Schiss ganz genauso. Ich habe das damals in Spanien auch in einer wunderschönen so Luxuswohnung, Schrägstrich Hotel, Apartment, 5 Sterne, was weiß ich, wo ich da war. Und habe gemerkt, das war so eine Zeit, da habe ich täglich mindestens einmal gepostet, meistens mehrfach. Warum? Weil es mir mega Spaß gemacht hat. Es war wahrscheinlich sogar vor der großen Facebook-Hype-Welle oder was weiß ich, die ja längst schon wieder rum ist, aber weißt, was ich meine. Und da sitze ich in diesem absoluten Wohntraum und merke, ich ziere mich, hier Fotos zu machen. Und bin dann in mich gegangen, habe ganz tief reingespürt und habe mir gedacht, was ist das? Und an der Oberfläche war es so eine aufgesetzte Freundlichkeit, die das Leben anderer berücksichtigt und die nicht möchte, dass sich jemand schlecht fühlt, wenn ich das jetzt teile und so weiter. So. Aber ich gebe mich ja nie mit der Oberfläche zufrieden und bin tief gegangen und habe dann festgestellt, von wegen, es geht mir um die anderen, dass die sich nicht schlecht fühlen und so weiter. Ich hatte einfach Schiss vor deren Kritik, vor deren bösen Worten, vor deren Urteilen über mich, ja, wie abgehoben ich wäre oder sonst irgendwas. Das war die Wahrheit. Und dann habe ich gewusst, jetzt ist es gerade meine Pflicht, es zu teilen. Und zwar wegen niemand anderem, sondern nur, um persönlich über diese Angst hinauszuwachsen. Und was soll ich sagen, was ist passiert? Gar nichts Schlechtes ist passiert. Viel Begeisterung, viel Mitfreude von anderen oder gar keine Kommentare. Aber niemand hat mir tatsächlich letzten Endes das vorgeworfen. Warum? Weil ich nicht auf einer negativen Basis gepostet habe, im Sinne von, schaut her, wie geil ich bin, sondern aus Freude, aus Liebe zu mir, aus Wunsch zu Wachstum, wie auch immer. Und es ist immer, immer unser tiefster Antrieb, der die Ergebnisse kreiert. Es geht nicht darum, was du tust, es geht darum, warum du es tust. Und wenn du das, wo du reich bist, an was auch immer, versteckst aus Angst, kann das nicht mehr kreieren von dem, was du willst, außer du willst mehr Angst. Weil Angst als Same bringt Angst hervor. Freude als Same bringt Freude hervor. Und wenn du sagst, ich sähe aus Freude und ernte trotzdem so viel Schlechtes, dann kann ich dir nur sagen, dann ist dein nächster Schritt einfach zu sagen, was geht mich der Frust der anderen an? Was geht mich das Unglück der anderen an? Und zwar nicht, weil du kaltherzig bist oder egozentrisch, sondern weil es überhaupt gar nicht deine Aufgabe ist, dich mit den geistigen Verstrickungen anderer zu beschäftigen. Das ist überhaupt nicht dein Job. Außer du sagst, ich bin Psychotherapeutin, das ist meine Passion oder wie auch immer. Aber normalerweise wird das überhaupt gar nicht deine Aufgabe sein. Warum beschäftigst du dich mit den Abgründen anderer, anstatt dich auf deine Freude zu konzentrieren und wirklich das zu sein an Schwingung, an Vibration, was diese Welt braucht, nämlich Freude, Liebe, Frieden, Spaß. Ja, einfach ja, ein wunderbarer Mensch zu sein mit einem wunderbaren Leben und das zu genießen und damit Punkt. Dazu möchte ich dir heute die Erlaubnis erteilen, falls du dir sie selber nicht geben kannst. Ich möchte dich dazu ermutigen, dass du dir selber diese Erlaubnis gibst. Ich möchte dich heute dazu ermutigen, noch viel mehr andere Menschen sehen zu lassen, wie glücklich man als Mensch sein kann. Denn ich bereise die Welt, wie du weißt, wenn du mich und meinen Kanal kennst, wenn du mich vielleicht seit Jahren auf Facebook verfolgt hast. Ich bin eine Reisende, schon immer gewesen. Und das, was im Dachraum so das Thema ist, dieses Neid und Missgunst, ist nicht in jeder Kultur und in jedem Land so. Es gibt sehr viele Kulturen, wo das völlig normal ist. Es gibt Kulturen, da feiert man Menschen, die etwas erreicht haben. Und dann gibt es halt den deutschsprachigen Raum, wo jedem erzählt wird, dass man fleißig sein muss, dass man hart arbeiten muss, um ein angesehener Bürger zu sein. Aber sobald man quasi die Mittelschicht, die gute Mittelschicht hat,
dann muss man entweder aufhören, weil man ja zufrieden sein muss mit dem, was man hat. Oder aber, wenn man mehr erreicht, dann darf man das nicht zeigen, weil das ist unschicklich, ungebührlich oder asozial oder wie auch immer. Und das ist nur eine Art zu denken und mehr nicht. Frag dich also, ob du dich diesem drei nationalkollektiven Denken unterwerfen willst, ob du die Sklavin sein willst von dem Denken anderer oder ob du sagst, was habe ich eigentlich mit diesem kollektiven Denken zu tun? Genau gar nichts. Genau gar nichts, weil ich bleibe in meiner Freude und ziehe mir die Menschen ins Leben, mit denen ich das teilen und feiern kann. Und der Rest ist eingeladen, das auch zu tun, weil er die gleichen schöpferischen Möglichkeiten hat, oder es bleiben zu lassen. Aber ich lasse mich von keinem mehr in die Suppe spucken. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schauen wir uns doch gleich nochmal den eigenen Dachterrassenpool an. Und den Weber-Grill hinten, den ich nicht mehr benutze. Und den strahlenden Sonnenschein. Und diesen herrlichen Blick aufs Meer. Alles, alles Liebe. Und trau dich. Trau dich zu leuchten und zu strahlen und andere Menschen sehen zu lassen, wie gut es dir geht. Weil ich weiß, du hast es verdient. In diesem Sinne, ich feiere dich. Alles, alles Liebe. Bis dann. Tschüss.